Willkommen zum neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 und Deluxe! Hi! Mit Celine, hi! Ist schon wieder am Freschen. Ja, klar. Heute bin ich Wendy. Ich bin der hellblaue Yoshi. Weil, warum nicht? So, heute mit dem U-Kart, den riesigen orangenen Reifen und den Wolkenballons. Und wir gehen heute in den iCup. Passt ja, dass ich Yoshi habe. Eieiei. Eieiei. Eieiei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Nach einem Guss, dann ein Schluss, weil die Bock noch haben muss. Uff. Oh, ich hab das damals so sehr gehasst in der Schule. Ja, ich auch. Oder kennst du noch dieses, ja, sag mal, Klettergerüst? Ja. Wie war das nochmal, Klettergerüst? Du hast einen nackten Mann oder eine nackte Frau geküsst. Deine Meinung zu dieser Strecke? Ich habe keine Meinung, ich fahre sie. Ich finde sie halt leider sehr, sehr kurvenlastig. Wenn du hier einen Kart hast... Mann, Baby Daisy! Wenn du halt hier einen Kart hast, das nicht gut mit Kurven umgehen kann, dann hast du echt ein Problem. Ich habe gerade von irgendwem einen Pilz bekommen. Kann sein, dass das von mir war, weil ich bin gerade eben nämlich mit dem Pilz an dir so richtig vorbeigeschossen durch die Wiese. Ja gut. So, das mit dem Blooper ist gerade blöd gelaufen. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Bei so einer kurvenreichen Strecke halt echt nicht so geil. Nein, das war zu viel. Oh Gott. Ah. Ich habe Peach gerade eine Banane direkt unter die Füße gelegt, genauso wie Larry. Verdient. Boah, dass ich da irgendwie noch die Kurve gekriegt habe, gerade im wahrsten Sinne. Schon wieder ein Blooper? Ernsthaft? Gut, wegen dem Blooper habe ich jetzt die Dings nicht gesehen. Den Weg? Ja. Ging mir vorher nicht anders. Also hier ein Blooper ist tödlich. Also den Weg habe ich erstens nicht gesehen und zweitens habe ich die Banane nicht gesehen. Ja. Warte mal, woher wusstest du, dass ich hier die Banane rein? Es war gerade einfach nur rein intuitiv, weil ich gerade selber eine Banane habe. Boah, Kurve, zu scharf. Und natürlich, wenn ich mal Platz 1 bin, kommt ein Stachy. Woher hast du gesehen, dass ein Stachy kommt? Bei dir. Hast du gesehen, wer ihn abgeworfen hat? Das habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich du. Wenn du schon so sagst. Tatsächlich ja, und ich habe Link damit erwischt. Scheiß Kugel, Willi! Ficht euch alle. Ja, ich habe... Verwandelt euch alle in Fichten. Fichtet euch alle doch. Fichtet euch und... Fichtet euch und eure Kinder. Platz 1! Musst du mal gesagt haben. Schatzi, mach eine Mutansage für kaputte Pizza. Ich hab mal kugelwillig. Hey. Das bis kurz vorm Ziel, ey. Oh, nochmal nach dem Ziel weggedonnert werden, ey. Das muss auch hart sein. Linkes Abzug. Ah, scheiße. Ah, schön. Schöne Sache, das ist. Nam, 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 nam. Joa, Excitebike Station. Stadion. Ich sag immer Station. Es ist ein Stadion und keine Station. Dann mal noch zu der Strecke. Es ist eine Strecke. Das, was die andere Strecke dann zu wenig, zu viele Kurven hat, hat die hier eindeutig zu wenig, aber ich finde es in Ordnung so. Das Ding ist, was hier sehr gerne passiert, ist, dass ich hier ewig Platz 1 bin. Ja, es. Dass ich hier ewig Platz 1 bin und dann kurz vorm Ziel nochmal aufs Maul krieg. Aber dann so heftig, dass ich nichts mehr hoch, dass ich nichts mehr reißen kann.
Oh. Da war Schlamm. Ach, schaffst du bist schon wieder so schlampig. Oh mein Gott. Der war halt nicht mal gut. Ach, du bist Platz 1. Ja, wer denn sonst? Du? Keine Ahnung, jeder andere. Jetzt hoffentlich kriegst du endlich mal den scheiß Stachy ab. Nicht immer nur ich, das ist unfair. Ist tatsächlich so. Ah, ah. Du hast ihn jetzt ernsthaft gerade überstanden. Hast du eine Hupe gehabt? Ja. Natürlich. Das Leben ist hart, grausam und unfair. Oder der Gott des Marios hat Mario Kart hat einfach gesagt, er mag mich. Ernsthaft jetzt? Eine Green Shell von hinten? Von hinten oder von vorne? Ja, gehört schon vorne. Das war meine! Die hab ich gerade nach hinten geworfen. Sag mal, wie nah rückst du mir denn auf? Gar nicht mal so nah. Ich bin nämlich hinten gegen die Wand bin ich gestoßen. Und wo ist jetzt meine Red Shell hin? Nee, nicht ich, die Green Shell ist gegen die Wand gestoßen und dann mir voll rein. Geil. Voll in die Fresse. Oh, Scheiße. Ja, nein. Das waren beides meine und natürlich kommt jetzt noch ein Blitz. So dass es mir komm, nichts schaff's, gebracht hat. Ey, das war so klar, dass es mir jetzt nichts bringt. Scheiß Hupe. Ich fühle mich einfach nur von vorn bis hinten in dem Spiel verarscht. Trotzdem bin ich noch Platz 1. Das Spiel verarscht mich. Mama, das Spiel verarscht mich. Heul nicht rum. Mama. Können wir auch mal so ein Brach. Ich muss aber sagen, ich finde es faszinierend, dass du überhaupt gerade ausfahren kannst. Ich? Ja, du. Ich meine, du hattest vorhin auch nur eine Mission. Durch diesen Raum hier zu gehen. Dann warst du verwirrt. Und läufst dann gegen die Wand. Oder gegen die Tür. Wie? Ich verstehe es nicht. Wie kann man auf einer geraden Stelle verwirrt sein? Frag mich nicht, ich bin selber verwirrt. Ich weiß gar nicht, Schlachten machen wir nicht, oder? Bitte? Schlachten? Hatte ich eigentlich schon vor. Oh. Ja, aber halt dann ganz zum Schluss. Naja, es soll sich halt irgendwie, Sinn machen. Mit der Aufteilung. Natürlich! Kriegt jetzt die Green Shell sich jetzt hier selber nicht mehr richtig hin. Green Shell hat sich gerade selber verwirrt. So viele Münzen und ich bin an allen vorbeigefahren. Sehr schön. Sehr schön, Schatz. Sehr schön. Macht alles richtig im Leben. Natürlich werde ich jetzt noch platt gefahren. Ist klar. Von? Larry war es doch. Bich! Natürlich wirft er dann einen Bob-Omb nach hinten. Natürlich. Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Also wenn es zu schnell aber geht, ehrlich gesagt, kriege ich Angst mit der Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, weil erstens, man kommt nicht mehr so schnell um die Kurven herum. Ja, also mich hat jetzt gerade irgendwie gefühlt alles erwischt, was einen erwischen kann, nur keine Blue Shell. Und plötzlich bin ich Platz 7. Also manchmal, da bist du einfach komplett überfragt und weißt gar nicht, was du tun sollst. Was hat mich jetzt schon wieder erwischt? Eine Banane. Oh Gott. Ja, das Rennen ist gelaufen. Weißt du, und dann kriege ich das beschissenste Item überhaupt, den Boomerang. Mag dieses Item irgendjemand? Das ist eine hervorragende Frage. Ich bezweifle es. Und ich sehe nichts mehr.
Ich auch nicht, deswegen werfe ich einfach nur alles nach hinten. Warum nicht nach vorne? Weil vorne nichts ist. Ich bin noch Platz 4 geworden, immerhin. Ich bin 2. Oh, ich hoffe, ich habe dich jetzt mal überholt. Scheiße, noch nicht. Es gibt zweimal den Nerv. Aber Schatzi, ich komme näher. Ich bin besser. Wird doch Zeit. Ist jemand beleidigt? Der Stinkefinger sagt alles. Gut, noch bin ich Platz 1. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Wahrscheinlich nicht lange. Hey Larry, zieh nicht einfach so random an mir vorbei, als wär's das Normalste der Welt. Doch, bloß. Oh Gott! Oh Gott! Was war denn das jetzt gerade? Weiß nicht, was war's denn? Beschissenes Gameplay meinerseits. Bin gerade nicht random einfach irgendwie runtergefallen. Wieso? Ein Green Shell ist genau 2 cm neben mir. Und der Wand explodiert. Oha. Ey, er kommt von hinten ein Boomerang, ne? Ja. Wie war es nochmal? Das oh Mann! Das ja, ich merk's. Oder kennst du das, wenn dich Lakito loslässt und direkt neben dir ist ein Bob-Om? Oh, yo, das kenne ich. Das ist mir auch so häufig passiert in der Aufnahme. Also 3-mal bestimmt mindestens. Oh mein Gott, Alter, warum fall ich so oft runter, Mann? Was will ich überhaupt mit 2 Bananen? Weiß ich nicht, was willst du damit? Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Vielleicht grüß mir. Bringen sie dir Glück? Nein. Na, viel weg. Das Ding ist, die 2 Bananen. Ich hatte sie. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, einen Itemtreffer zu verhindern. Oh Gott. Oder direkt einen Spieler zu erwischen. Und warum kriege ich als 8er 3 Pilze? Weiß nicht, brauchst du's? Nein, also ich brauche schon Geschwindigkeit, um nach vorne zu kommen, aber nicht durch Pilze, Mann. Mann, ein 8er, Mann. Au! Au! Ich hab doch gerade durchgeschlagen. Ja, geil. Ja, ab dieser Stelle bin ich leider für den restlichen Part alleine. Es ist nicht mehr so viel. Aber Audacity hat gemeint, abstürzen zu müssen. So kurz vor Ende. Ja. Ist typisch. Ich bin aber froh, dass wenigstens von den meisten der Aufnahme hier drin ist. Ja, deswegen, wir sehen noch kurz die Siegerehrung. Ich weiß übrigens nicht, warum Celine da zum Schluss noch geschrien hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Es tut mir leid. Aber ja. Ich würde mich an dieser Stelle einfach nochmal verabschieden. In dem Sinne. Also richtig verabschieden. Denn Celine hat ja hier gewonnen, wenn ich es gerade richtig gesehen hatte. Ja, Celine hat ja gewonnen. Gut, dann an der Stelle würde ich sagen, hat sie verdient. Und ich bedanke mich hier an dieser Stelle fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye.